Und das machen wir jetzt nochmal. Moin, ich bin Felix. Willkommen bei Heller Tools. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie man einen Anfahrschutz vor einem Hochregal auf dem Industriefußboden befestigt. Heute geht es ein bisschen mehr in den Holzbereich. Ich habe hier ein Gartenhaus gebaut, wie man sieht. Und ich habe jetzt aus Versehen bei dem Ständerwerk unten zwei Nägel durchgeschlagen, die ich dann natürlich nicht haben möchte. Verletzungsgefahr ist relativ groß und wenn wir jetzt mit einem Winkelschleifer die Nägel abschneiden würden, haben wir womöglich Funkenflug und es könnte sein, dass unser frisch gebautes Gartenhaus in Flammen aufgeht. Deshalb aus Sicherheitsgründen würden wir ein oszillierendes Multitool empfehlen. Das ist im Grunde eine Säge, die mit solchen Quality Blades arbeitet. Die gibt es mit verschiedenen Verzahnungen für Holz, für Metall, Kunststoff. Und ich habe hier ein Blatt des Typs UN11 aufgezogen. Das ist eine Metallverzahnung, mit der wir jetzt diese Nägel abschneiden können. Ich lasse die Maschine dabei auf maximaler Drehzahl laufen, setze mir natürlich vorher meine persönliche Schutzausrüstung auf, damit mir nichts passiert, denn wir sind ja ein sicherer Handwerksbetrieb. Und dann kann ich auch schon anfangen, bei voller Drehzahl die Nägel einfach abzustechen. Das mache ich eben bzw. bündig mit der Holzoberfläche, auch noch ein weiterer Vorteil gegenüber dem Winkelschleifer. Dann sieht man auch hinterher keine großen Überstände oder Einschnitte im Holz. Der Produktcode 2 weist an dieser Stelle darauf hin, dass es sich nicht nur um ein Blatt für Eisennägel handelt, sondern auch für verschiedene andere Materialien geeignet, wie zum Beispiel Holz, PVC oder Kupfermaterial. Wenn ich das alles erledigt habe, kann ich im Prinzip sofort anfangen, mein Gartenhaus zu streichen. Und da freut sich auch der Nachbar.